Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen darüber, warum es uns manchmal schwerfällt, an etwas zu glauben. Manche Sachen glauben wir so ganz sofort und manche glauben wir so schwer, die können wir kaum glauben. Und so ein Beispiel lesen wir in der Bibel, Johannes 9, und da steht es also, wo Jesus den Blinden geheilt hat, Blindgeborenen. Ja, und dann konnten es die Leute schwer glauben, wirklich. Manche konnten es gar nicht glauben, obwohl sie seien diese Menschen. Und das lese ich jetzt, wie es so beschrieben steht, in Johannes 9, vom 1. Vers. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten, sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ja, und dann machte er eigentlich so eine Spucke auf die Erde, vermischte es mit der Erde, dann schmierte er ihm die Augen und sagte, geh in den Teich Siloah und wasch dort deine Augen. Und der Mann ist wirklich gegangen, hat gewaschen seine Augen und wurde auch sehend. Und dann sehen es manche Leute, auch die Pharisäer, Juden und die sowieso zu Jesus schlecht gestimmt waren und sie konnten es nicht glauben. Ja, und dann sagten sie, okay, vielleicht holen wir jetzt die Eltern, vielleicht ist es ein anderer Mensch. Ja, er war gleich gekleidet, wahrscheinlich jeden Tag hat man ihn irgendwo gesehen, wo er Almosen gebetet hat. Aber man will nicht glauben, dass es möglich ist, dass Jesus jemand heilt. Und dann rufen sie die Eltern und fragen die Eltern, das lese ich gerade, also, und fragten die Eltern, ist es euer Sohn, von welchem ihr sagt, er ist blind geboren? Wie ist er denn sehend geworden? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie er aber nur sehend geworden ist, wissen wir nicht. Oder wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Er ist alt genug, fragt bitte ihn, dass er es ihnen auch sagen. Ja, jetzt kommen die Eltern. Ganz sicher wissen sie, dass es ihr Sohn ist. Von Kindheit. Alle Nachbarn, alle haben gesehen, die haben getraut. Das war ein Fall, wenn ein Kind blind geboren wird. Das ist doch eine ganz schwere Nachricht für die Eltern. Und sie sagen, ja, er war, aber jetzt ist er sehend. Wer es getan hat, wissen wir nicht. Die haben ja Angst gehabt vor diesen Juden. Sie werden von Synagoge austreiben, wenn sie es so sagen, wir glauben an Jesus oder irgendwie die Wunder Jesus hervorheben. Und glaube nicht. Und ich frage mich, wieso haben diese Menschen nicht geglaubt? So ein Wunder. Und es war ein Wunder, wie Jesus sagt, dass Gott verherrlicht wird in einem Menschen. Und es geschah vor ihren Augen. Sie konnten wirklich nachforschen, schauen. Es ist doch etwas ganz Wichtiges, ganz besonders Wichtiges im Leben. Und warum hat es Jesus getan? Ja, dass dieser Mensch, er wurde gläubig. Aber auch, dass die anderen durch dieses Wunder, weil sie sehen die Werke Gottes, dass sie auch gläubig werden. Und was sie fragen nach, sie hören und hören es doch nicht. Sie sehen und sehen es doch nicht. Und ja, sie hätten vielleicht auch Grund. Sie sagen ja, Jesus heilt am Sabbat, das sollte man nicht tun. Ja, Jesus hat den Sabbat schon gehalten, aber er hat auch gute Werke getan am Sabbat und das war eigentlich nicht verboten, auch vom alten Bund. Aber interessant, sie haben einen Grund. Ja, er ist nicht so wie wir und er ist am Sabbat nicht so wie wir. Er ist noch irgendwie vielleicht kein Gelehrter, einfacher Mensch und sie konnten es einfach nicht glauben. Aber ich denke, da steht dann noch etwas, sie wollten es auch nicht. Sie wollten es auch nicht, auch aus Furcht. Wenn man an Jesus glaubt, wird man aus der Synagoge ausgetrieben. Und sie suchen Gründe, um nicht zu glauben. Aber die hatten eine Chance, wirklich durch diesen Fall Jesus erkennen, Jesus in sein Herz aufzunehmen, gerettet werden. Aber die haben es verpasst, weil sie nicht glauben konnten. Ja, und ich denke, in meiner Jugend war so ein Mann, zu dem ich kam, der hat Bibliothek, alte Bücher und ich bin gern zu ihm gekommen, weil man diese Bücher konnte man nicht irgendwo in der Bibliothek ausleihen. Aber er war total ungläubig und ich war jedes Mal so brennend im Geist und wollte ihm erklären, Jesus und glaube doch bitte so. Der war sehr sympathischer Mensch, hat mich auch gemocht, aber glauben wollte er nicht.
Und dann habe ich für mich noch, ich habe sogar in mein Tagebuch aufgeschrieben und gesagt, wenn seine Mutter aufersteht aus den Toten, er wird es trotzdem nicht glauben. Er wird sagen, das ist nicht sie. Der wird irgendwie einen Grund finden, einfach nicht zu glauben. Und ich denke, Jesus will, dass jeder glaubt. Und wenn wir wollen und wir wirklich auch im Wort Gottes lesen und einfach beten, Herr Jesus, wenn du gibst, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Er wird sich offenbaren. Er wird uns zeigen, wie viel wir Sünde getan haben. Wir werden bitten bei ihm. Wir werden neu geboren. Wir erfahren Jesus im Leben. Aber dazu müssen wir wollen. Wir müssen wollen, ihn erkennen. Ihn also in jeder Schöpfung zu sehen. Und wir werden glückliche Menschen sein, weil Gott selber ist auf die Erde gekommen in seinem Sohn, um uns zu retten. Ich möchte einfach jedem Menschen wirklich, suche Jesus und du wirst finden und du wirst glauben an ihn und er wird dein Leben auch verändern.